Dieser 15. März ist ein wichtiges Datum für Tirol. Nicht nur politisch, da dieser Freitag der Abgabetermin für die Kandidatenliste für die Tiroler Landtagswahl ist. Auch für die Freunde des FC Wacker Innsbruck hat das Datum eine große Bedeutung. An diesem Tag muss das Lizenzansuchen zur Bundesliga abgegeben werden. Die Eckpfeiler für das Budget der Saison 2013-2014 in der höchsten Bundesliga sind von Vereinsseite aus fest verankert. Ja, wir bewegen uns knapp bei 6,6 Millionen für die Saison 2013-2014. Ich denke, das ist für diese Zeit ein guter Wert, ein besicherter Wert vor allem. Ich kann mich in den vergangenen Jahren nicht erinnern, dass wir so eine breite Unterstützung bekommen haben von unseren Sponsoren und Gönnern. An dieser Stelle auch wirklich ein herzliches Dankeschön. Wir können das wirklich auf sehr hohe Prozentsätze besichern. Das ist erstaunlich und außerordentlich und das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Und ich denke, mit diesem Budget können wir beruhigt in die Saison 2013-14 grundsätzlich gehen. Aber auch in Sachen Infrastruktur befindet sich der FC Wacker Innsbruck mit zahlreichen Gesprächspartnern in einer Entwicklungsphase, die von den Verantwortlichen positiv eingeschätzt wird. Grundsätzlich muss ich einmal sagen, man muss da in der Diskussion ganz klar trennen zwischen Profi-Infrastruktur und restlicher Infrastruktur. Der FC Wacker Innsbruck kann sich glücklich schätzen, ich möchte das an dieser Stelle aufklären. Wir bekommen beinahe die gesamte Profi-Infrastruktur mittlerweile zur Verfügung gestellt. Das ist so, es ist nur ein kleiner Teil, über den wir gerade verhandeln, aber der Rest ist wirklich dankenswerterweise in Ordnung. Und das zweite große Thema, Entwicklung rundum, passiert sehr, sehr viel derzeit. Es gibt da verschiedene Entwicklungen, auch im Hinblick auf einen möglichen Schulterschluss der Tiroler Vereine, im Hinblick, wie stellt man sich auch für die Zukunft. Also ist sehr, sehr viel in Bewegung. Ich denke, der Tiroler Fußball ist an einem Wendepunkt, wenn ich es ein bisschen so mit meiner Erfahrung Revue passieren lassen kann. Ich glaube, wenn man diesen Dunst, der momentan auf dem ganzen Fußball in Tirol liegt, jetzt ein bisschen lüften können, bewegen wir uns wirklich Richtung Profifußball, auch dementsprechend der Struktur. Und ich glaube, es ist auf alle Fälle wert, jetzt noch diesen Schritt zu gehen und dann werden wir in absehbarer Zeit definitiv wieder ein Stück nach oben schauen können. Nach der intensiven Arbeitsphase für die Lizenz stehen jetzt die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeiern bevor. Wir haben Bereich, wo wir daneben versuchen, diese Dinge anzuregen, die wir brauchen im Sommer. Sprich, es wird ein Jubiläumsspiel geben. Dort derzeit sind wir in die letzten Verhandlungen mit möglichen Partnern. Das ist nicht ganz so leicht, weil die verschiedene Spielzeiten haben und wir wollen ja einen zumindest anständigen Gegner haben, die wollen wir präsentieren. Die haben, wie gesagt, andere Rhythmen wie wir. Aber ich denke, es wird uns auch für Juli hin schon ein bisschen was gelingen und dann freuen wir uns auf einen hoffentlich tollen Start in die Saison 13-14, gebührend gefeiert mit einem 100-Jahres-Testspiel und Fest dazu. Mit einer erfolgreichen Lizenzvergabe und dem sportlichen Erhalt der Bundesliga-Zugehörigkeit steht einem schönen Fest des schwarz-grünen Traditionsvereins nichts mehr im Wege.